Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Bester Anfang. Okay, wir sind jetzt schon in unserer Stadt 1. Und ja, das Projekt heißt übrigens Skagi Island. Da habt ihr einen Trailer gesehen. Ja. Ja, mehr Platz haben wir nicht. Das ist jetzt die komplette Insel. Hier müssen wir uns ausbreiten. Unsere Stadt. Natürlich. Und mit dabei sind Zele Zock, stell dich mal vor. Ja, hallo, komm, wir gehen jetzt schon mal in der Zeit farmen. Zele, ich mach Minecraft-Videos und. Yes. Dein Discord ist existiert. Okay. Das ist übrigens die andere Stadt, die leicht chaotisch. Dann kommt man mit zu den Bäumen schon mal da hinten. Ja, und die anderen vielleicht vorstellen, wie das damit? Ja, stell dich mal vor. Nein. Also erstmal muss ich was aufklären. Oxy ist auch dabei. Der ist momentan noch männlich, aber er Geschlechtsumwandlung. Ja, und gehört dann zu Jane, der mit seiner kleinen Schwester. Genau. Genau. Es ist nur, weil sie momentan leider verhindert ist und trotzdem bei der ersten Aufnahme eine Aufnahme haben wollte. Ey, gib mein Holz her. Oxy, gib Holz her. Ja, mein... Bei mir im Hintergrund hört man Knacken, das kommt durch einen Mensch, der im Hintergrund sitzt. Danke. Und ist. So, weiter. Ja, dann, Wo sagt ihr immer deine Schwester vor? Achso, ja, ich. Aua. Ja, meine Schwester ist 10 Jahre alt, hat gerade erst mit YouTube angefangen. Und ja. Macht jetzt bei dem Projekt im Moment halt. Niggi? Ja, hey, ich bin die Niggi. Bin einer mit der Ältesten hier aus dieser Truppe. Und so alt bin ich nur auch nicht. Ja, und mach halt eigentlich alle Let's Plays, außer so Shooter oder so. Das ist nicht so mein Ding. Jana. Hallo, ich bin Jana. Ich bin Pädophil. Etwas. Ich bin Jana. Ich bin schon 5. Nein. Ich bin fast 5. Und oh, scheiß Berg. Ich mache Let's Plays und dann fühle ich mich cool. Fehlt noch jemand? Ich habe viele Freunde gefunden. Oh. Also ich bin die Esi. Auf meinem Kanal muss ich mich jetzt nicht vorstellen, aber für die anderen. Ich mache jetzt Let's Plays seit circa 2 Jahren. Und bin die Projektleiterin zusammen mit Niggi, die mir tatkräftig zur Seite steht. Ja, ich hoffe doch. Ja. Und das war's für den Anfang und ich habe alle verloren. Ja, wo? Wir sind eigentlich hier alle so. Also ich bin bei den schönen Bäumen. Wir bei den hässlichen. Ich habe Niggi schon noch gesehen, aber jetzt ist sie weg. Da hinten sind schöne Bäume. Ich bin bei Niggi und Oxy. Es gibt 5 Arten von Bäumen. Da sieht nicht jeder Baum gleich aus. Wo bist du denn? Was für schöne Bäume? Da Wald, Birken und Normalbiom. Ah, sie ist da vorne, glaube ich. Bist du mal ne... Ja, okay, oh, hier ist eine Schlucht. Ich lasse meine Werke unterstehen. Ich glaube, du bist hier. Ich bin mir nicht sicher. Von der Insel aus kannst du mich sehen. Jetzt, lol. Dann... Kein Plan, wo du bist. Hä? Ich bin direkt am Wasser. Hä? Ah, ich sehe dich. Ach da! Oxy hat es schon zu mir gefunden. Hä? Natürlich, der Mannschaft ist nur wieder. Ach, da hinten! Ach so, Niggi, komm mit. Bist du? Beim Baum. Ach so. Wir könnten uns hier schon mal ein bisschen in die Erde bauen. Ja, würde ich auch sagen. Also, ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal so die Bürgermeisterin wählen, weil das brauchen wir. Die Bürgermeisterin, ja, ich bin für Mr. Facts. Ja, dann wird es Janep werden. Und ich wäre auch dafür, dass einer nochmal so ein bisschen was zum Projekt erklärt, weil das Trailer jetzt nicht alles hervorgegangen ist. Ja. Also, das hier ist ein reines Bauprojekt. Und es geht darum, dass 2 verschiedene Städte miteinander handeln, Quests verteilen und Aufgaben lösen. Denn es gibt 2-mal in der Woche, alle 2 Wochen eine Aufgabe, die man lösen muss. Zum Beispiel könnte das sein, lass mal kurz nachdenken, 5 Diamanten. Und die haben, dann muss man die 5 Diamanten, nee, ich habe eine bessere Idee. Cool, und dann muss man die 5 Diamanten in die Lava werfen. Ja, und dann... Gott, mir, was muss ich also die erste Aufgabe wird sein, ein Rathaus zu bauen.
und die Aufgabe und die Stadt, die das, die Aufgabe als letztes geschafft hat, muss ich dann einen aus der Stadt aussuchen, der eine Strafe macht, die die andere Stadt bestimmt. Aber als Rathaus zählt jetzt nicht irgendwie so ein Dirt-Kabel-Bunker. Nein, es sollte schon ein vernünftiges Teil sein. Ja. Das auch nach Rathaus aussieht. Ja, wäre am besten. Und nicht nur so ein Holzklotz. Und eine Regel ist, weil es halt großteils um Bauen geht, dass die ganze Stadt im gleichen Thema gehalten ist. Oder im gleichen Stil. Ja, und wie wir unsere Stadt machen, das wird dann wahrscheinlich noch so von Biom, wo wir sie bauen, abhängig. Also, ja. Und das werden wir dann noch sehen. Genau. Und bei mir kommt wahrscheinlich die Regeln sind, also man darf nicht in den fremden Städten bauen, auf keinen Fall, selbst nicht mit Erlaubnis, also man darf auch keine Erlaubnis erteilen. Scheiße. Oh Gott, ich sterbe einfach direkt. Und töten sollte man nicht machen. Also man sollte nicht töten, wäre nicht gut, weil es nicht keinen Sinn ergibt. Halt, wie schon gesagt, die Stadt soll immer im gleichen Stil erbaut werden. Man darf trotzdem halt mit anderen Städten aufnehmen, um zu erkunden oder um irgendwie vielleicht was anderes zu bauen, halt nicht in den Städten. Man muss 1 bis 4 Mal in der Woche was hochladen. Mindestens, würde ich sagen, ist auch eine gute Idee, müsste eigentlich jeder schaffen. Ja. Ja, ich... Also muss es regelmäßig sein? Das ja, also man muss jetzt nicht sagen, jeden Montag oder so, aber wenn man jetzt sagt, in einem Montag, dann einen Tag Mittwoch, dann ist das okay. Aber ja, aber wenn man jetzt sagt, ich lade einmal 2-mal hoch und einmal 3-mal oder so? Ja, das kann man machen. Achso, ja, okay, dann wird bei mir 1 oder 2-mal immer kommen. Generell nur 4 Videos hochlade. Ne, 3. Oh, ich bin schlau. Oh Gott, ich bin und dumm. Halt, wenn man in einer Woche was aufnimmt, muss man es auch in der gleichen halt hochladen. Heißt, mit Vorproduzieren ist nicht so, außer halt bei Aufnahmen, wenn man vielleicht Klassenfahrt oder gerade irgendwie eine schlimme Prüfung hat, dann kann man auch voraufnehmen. Ich schon wieder so hässliche Skelette. Scheiße! Ich habe noch gar kein Monster gesehen. Ich habe jetzt schon 3 Skelette mit Holzspitzhacken getötet. Ich habe schon Eisen. Ich habe auch schon Eisen. Ich habe noch nicht. Mit 10 Stück. Ich habe 8. Und bisher ist unnötig rumgelaufen. Auch Essen. Ich bin unnötig rumgelaufen. Ich habe noch das Essen vom Anfang, was ihr da verteilt habt. Soll ich das auch wegwerfen? Nee, das ist okay, haben die anderen ja auch noch. Wo seid ihr eigentlich? Ich habe ihr gerade, glaube ich, nie gesehen. Ich suche gerade mal eine kleine Höhle. Irgendwo, wo ich ein bisschen was haben kann. Das ist ja, ich habe eine Schlucht gefunden. Ja, ich habe irgendwas ganz auch reden. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, die Stimme, die ihr gerade gehört habt, die ist die, die neben mir sitzt und zuguckt und zuhört. Ah. Hallo, Mensch. Ja, hallo erstmal. Ja, hallo. Ich weiß ja gar nicht, ob sie es wussten, aber wir haben den gleichen Namen, das finde ich ziemlich witzig. Zu. Ich fühle mich immer sehr angesprochen. Oh, jetzt habe ich keine Spitzhacke. Eisen! Was ich ziemlich cool fände, wäre so eine Stadt am Wasser, so. Wisst ihr, was ich meine? So ja, ich finde es cool, wenn auf der Terrasse so ein Pool wäre, dann so richtig wie so. Also, was ihr für Vorstellungen habt, also wollt ihr eher eine Modell. Air Creeper. Nee, man könnte das ja auch in so einem älteren Stil bauen. Das heißt ja nicht, dass es modern ist. Okay, ein Pool hört sich schon ziemlich modern an, aber. Ja, müssen wir halt schauen. Also ich denke mal, dass wir da sowieso nicht wirklich viel anfangen werden jetzt in der ersten Folge. Sondern ja, wir werden erstmal, glaube ich, irgendwie farmen und so. Ja, könnt ihr eigentlich auch dann in die Kommentare schreiben, also was ihr so für Ideen habt. Genau, das ist eine gute Idee. Und wenn ihr das Projekt, der Anfang ist zwar sehr chaotisch, aber wenn ihr das Projekt gut findet und vielleicht schon Ideen habt, was man so machen könnte, dann bitte in die Kommentare schreiben und wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, auch Daumen hoch. Und wenn ihr keinen Daumen hoch gebt, kommen trotzdem weitere Folgen, weil es mir Spaß macht. Ja. Gott, die haben jetzt erst Holz. Wenn ihr keine weiteren Folgen sehen wollt, dann geht verraten. Leute, die haben gerade jetzt erst Holz. Ich glaube, wir sind weit voraus. Ja, wir haben schon 14 Eisen. 15. Ich hab 15. Ha! Ich auch. Redstone, what the fuck? Ey, Leute, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ich hab Lapis Lazuli. Damit kann man voll gut bauen. Es geht ja um Bauen. Also. Wollen wir eigentlich direkt hier anfangen, irgendwie eine Stadt zu ergründen oder hier jetzt erstmal nur direkt farmen?
Ich würde sagen, dass wir ruhig schon ein bisschen weiterlaufen können und irgendwas Schönes finden können. Weil dann könnten irgendwie wir gleich ja, anfangen. Ich würde so eine besondere Stelle suchen. Wir könnten auch hier gleich anfangen, aber ich weiß nicht, wenn die dann immer da und durch unsere Stadt durchlaufen, sobald sie sterben. Ha, weiß nicht. Weil wir haben ja jetzt für den Anfang schon mal ein bisschen. Irgendwann müssen wir uns ja auch was zu essen holen. Ich denke, das wäre eine ganz gute Idee, wenn wir sagen, ja, okay, wir nehmen jetzt unsere Sache mit, suchen uns was Schönes und dann können wir auch eine ordentliche Mine bauen. Ja. Wäre vielleicht ganz gut. Ich glaube, die anderen werden hier auch direkt am Spawn was bauen, dann können wir doch lieber ein bisschen weiter weggehen. Das ist mein Übrigens, falls ihr das pure Chaos mit vielen Toten sehen wollt, guckt doch mal in der anderen Stadt vorbei. Oh, was? Wie nett. Nee, aber ich glaube, Chiwi und Cheesy werden jetzt nicht unbedingt so in Chaos verfallen und. Ja. Doch. Ja, oft, aber Larissa reicht. Larissa reicht. Ja, also, wir wollten eigentlich vor. Wir wollten eine halbe Stunde anfangen und wir haben auch unglaublich lange gebraucht, um eine Ansage zu machen, die nicht funktioniert hat. Und den Trailer, und einen Trailer zu drehen. Also wenn ihr euch mal das Geschrei anhört, das ja, es sollte erstmal keiner schreien. Aber wahrscheinlich wird der Trailer sowieso neu gedreht wegen Marco. Heavy wegen Marco? Weil wegen Marco, der wollte da vielleicht auch mal was dran machen. Wer ist Marco? Achso, Marco. Oh mein Gott. Ihr Express. Marco, da. Und achso, der hat mir, glaube ich, war das nicht der, der mir mein Intro gemacht hat? Ach, keine Ahnung. Ja, genau, der. War das nicht der, der mir mein Intro gemacht hat? Ja, ich bin so, ich kann mir keine Namen merken, ja? Und der, der mir mein super tolles, neues, mega hyper tolles Intro gemacht hat? Oh, ich kenne. Jana, hast du das Gold abgebaut? Was für ein Gold? Hier ist Gold, da wo du gerade standest. Nein. Ihr seid beide schon tief unter der Erde, kann das sein? Ich bin auf Ebene 22. War irgendwie kein Gold, aber hier sind doch zwei Creeper explodiert. Doch, hier war Gold. Guck, ich hab Gold. Ach, hallo. Ich hab aber noch keine. Ich hab eine Karotte. Leute, wo seid ihr? Ich frage mich gerade. Unter der Erde. Ja, unter Erde. Deswegen würde ich jetzt mal wirklich sagen, dass wir uns vielleicht oben einmal treffen und dann zusammen irgendwo hingehen, um eine Mine zu bauen. Damit wir Also, ja, ich höre kurz meine Mäßiges, oder was? Also ich habe hier ein Schaf gefunden. Wo bin ich denn? Das ist ein Zombie in Unterhose, what the fuck? Oh ja. Ich werde sterben. Mit nein, ist sie. 42 heißt, ich bin tot. Oh. Ich habe keine Minimap. Bist du nicht tot? Das steht nicht im Chat. Aber du hast einen Tod bekommen, okay, sie ist wirklich tot. Und sie war doch vorher schon tot. Ah, jetzt ist sie tot. Jetzt sind sie zwei Tode. Okay, es gibt noch. Fehler, ich habe keinen Plan, wo ich gestorben bin. Ich habe jetzt genau 30 Eisen und nehme meine Öfen mit. Aber wenn kein Plan, ist ja gut, dass wir noch am Spawn sind, dann lass uns einfach mal alle an den Spawn gehen und uns abholen. Ungefähr da, wo alles gleich aussieht, ist echt gut zu sagen. Warum? Es gibt andere Baumarten. Hast du gerade gesagt. Ja, aber in einem Biom, wo es viele Baumarten gibt, sieht trotzdem alles gleich aus. Oh, diese hässlichen Zombies schon wieder in Unterhose. Hier war irgendwo ein See, glaube ich. Ne, der hat bei mir eine Hose an. Ein See. Bei mir nicht. Welches Texture-Pack hast du? Da ist einer. Ich hab so ein Creeper war ich hier, also. Jo, ach, hier bin ich. Da, ich hab meinen Tod gefunden. Hat einer irgendwie im Auge, wie lange wir schon aufnehmen? Hätte ich theoretisch, wäre hier kein Creeper. 13 Minuten, also 13,5. Okay. 13,5. Wir hatten ja vorher abgesprochen, dass wir bis. Also. 15 bis 20 Minuten machen. Ich würde sagen, die erste Folge kann man ruhig ein bisschen länger machen. 20 Minuten machen. Oder vielleicht auch ein bisschen überziehen, je nachdem, ich glaube. Ganz aus Versehen ein bisschen überziehen. Ja. Okay, Leute, wo seid ihr? Ich bin gerade irgendwo hoch. Wollen wir uns mal wieder am Spawn-Pinöppel treffen? Spawn-Pinöppel. Scheiße. Was? Nein! Willst du mal kurz... Jana, du hast meine Sachen aufsammeln, oder? Nee. Schaff ich das? Ich schaff's. Oh Gott. Die erste zwei Herzen. Genau. Boah, ich darf schwimmen. Wer ist das? Ach, Oxy. Wo ist der Spawn? Ja. Da ist der Spawn-Pinöppel. Das war knapp. Ja, bei mir auch. Drei Herzen. Bei mir lag's nicht an Herzen, sondern... Wieso habe ich gerade ein Standbild? Das finde ich echt uncool. Das da hinten sieht man noch das Boot vom Trailer. Cool. Nur noch 1,5 Herzen. Ha, hallo. Wo ist denn? Ah, kannst du mir ein bisschen Essen geben? Ich habe noch einen Apfel. Mein Zähle. Ach so.
Esse nicht schlagen. Großer Unterschied. Achso, sorry, sorry, sorry. Kann ich mir noch ein bisschen Schläge geben? Sind wir alle hier? Ja, ist okay. Ja, das ist gut. Okay, gut, also in welche Richtung gehen wir? Ich würde sagen, wir können so da einmal am Ufer entlang gehen. Wir sind, glaube ich, noch da gegangen. Okay, das dann machen wir das. Wir wollten ja sowieso jetzt direkt am Wasser, ne? Ja, ja. Das finde ich cool. Aber jetzt nicht an diesen hässlichen Baumdingen-Biom. Das ist cool, das. Aber so. Bitte nicht in einem Bergbiom. Nein, da brauchen wir so lange. Obwohl, so ein Haus im, halb im Berg, wo man so rausgucken kann, wäre auch geil. Ja, aber das Problem ist halt, dass du da nicht wirklich eine Stadt rausbauen kannst. Ja, ja. Und so ein unterirdisches Riesensystem mit Minecraft. Nein, das okay, wäre schon irgendwie cool. Das wäre cool, aber mega aufwendig. Das könnten wir ja trotzdem machen, so eine... Ja, das finde ich cool. So ein unterirdisches, verfallenes Tunnelsystem-Ding. Also das so im altmodischen cool Stil. Wie wär's, wenn wir... Ja, da ist dann auch direkt so ein Biom in der Nähe. Cool. Leute, wir müssen mal kurz einen Cut machen. Ich muss ja ganz kurz weg. Okay. Ja, dann mache ich mir einen Cut und es geht gleich weiter. Wow. Ja? Versuch mich gerade nicht zu bewegen. Und da sind wir nach einem Cut wieder. 3, 2, 1. An mich. Das sieht doch schon ganz schön aus mit dieser Zunge da. Eine Zunge? Also, tu es auch so. Ich glaube, Zuckerrohr. Zuckerrohr ist jetzt aber kein Table. Aber ich fände das cool, wenn wir irgendwie hier sowas bauen würden und dann vielleicht so eine Brücke da drüber und dann ja, da. Wir könnten doch auch hier so ein richtig schönes Ferienhaus auf dem Wasser, so Hausboot machen. Man kann hier voll viel machen, weil wir hier waren. Ja. Ich denke, das ist das, ich fand ja das. Und die Stadt können wir danach da ausbreiten, wenn wir irgendwie so eine Brücke drüber bauen oder so. Was würdet denn ihr sagen, bauen wir lieber altmodisch oder neu? Ich baue fast immer altmodisch. Ich hätte auch richtig Lust, so was Neues zu bauen. Eigentlich also auch. So. Weil der läuft, würde ich sagen. Ja, bei mir läuft. Ich bin immer zu faul, so lange zu warten, deswegen mache ich immer 1000 Jahre Öfen. So, ich mache jetzt mal... Bei dir brennt, würde ich sagen. Aha, warte mal, wie viel sind wir? Oh, da dran ist mein Eisen, das gehört mir. Achso, scheiße, ich habe kein Holz. Da drin ist mein Eisen, das gehört mir. Und ihr bekommt nichts davon ab. Ich nehme ja mal was raus. Ah, oh, das war nicht, ich bin jetzt zu faul, den Baum mit der Hand zu fällen, ganz ehrlich. Ich hab mir von dir eins geholt. Nimm das wieder. Wir haben Eisentaschen. Oh. Also, ich will jetzt erstmal ein bisschen Holz und dann. Können wir hier eine Kiste machen und Sachen sammeln und anfangen zu bauen. Ja, und. Halt, wir haben 2 Wochen Zeit, um ein Rathaus zu bauen, ne? Ich Bescheid. Also ja, wir erklären mal intern. Nicht was... ehrlich, wir haben einfach Diamanten. Nee, aber warte, wenn die Diamanten gefunden haben, dann müsste da ein Achievement kommen. Getting Upgrade. Ja, ich will einfach meine Logik kopieren, das geht ja gar nicht. Schreibt mein Achievement so? Ja, ich kopiere deine Logik. Heißt das, schreibt man nicht so. Egal. Ja, aber guck mal, was ich habe. Technischer Fortschritt ist Diamant? Echt? Nein, technischer Fortschritt ist eigentlich Spitzhacke. Ja. So, dann mache ich jetzt auch mal einen technischen Fortschritt, Bitches. Was eigentlich ziemlich das geil wäre, wenn wir hier Fortschritt auf diese sondern kleine Insel... Gar nichts. Also Eisen war jetzt einfach gar nichts. Dann war nee, du hast doch schon technischer Fortschritt. Wenn du mal in Dings guckst. Doch nicht. Optionen. Nein, ich habe heiße Angelegenheiten und Schmiedekünste. Ah, ja, stimmt. Vielleicht technischer Fortschritt ist Steinspitzhacke. Oh Gott. Dann zu den Waffen habe ich auch. Ich habe da mal Eisen reingetan. Warum habe ich zwei? Oh, ich hatte eine Eisenspitzhacke und habe einfach eine gemacht. Ich bin so schlau. Also da ist noch eine Eisenspitzhacke drin. Ich pack da mal ein bisschen was rein von mir. Ich fände es ziemlich cool, wenn wir hier auf der Insel so ein Schloss bauen würden. Das ich wäre echt geil. Ja, ein richtiges Peach-Schloss von Mario 64. Aber das passt ja nicht zu den modernen. Ja, stimmt. Ziemlich übertrieben.
Schwer. Auch mit so vielen. Ja, stimmt. Aber es wäre schon irgendwie cool. Naja, man könnte sie auch irgendwie mit Holz bauen und Cobblestones und Cleanstones und so irgendwas. Wollen wir dann vielleicht die Häuser dann aus halt Holz, soll ich dann dunkles Holz trotzdem farmen? Weil dunkles Holz sieht eigentlich immer voll genial aus. Wo bauen wir denn die Häuser jetzt eigentlich hin? Hier überall. Und aber das ist viel zu wenig, also Platz. Nein, da auch. Wir müssen halt Terraforming und so machen. Und ich würde sagen, wir brauchen dass wir einfach so ein übles... Wie wäre es, wenn wir das Rathaus einfach hier so hinbauen aufs Wasser? So auf einer Wasserplattform. Ja, und dann so ein Steg da geil, ja. Sie hat Idees. Idees? Ja, ich habe Idees. Erstmal, ich glaube, das wäre cool, wenn wir mit diesem dunklen Holz bauen würden. Also mit dem da. Ja, hatte ich mir auch schon gedacht. Wir gerade noch was ausprobieren. Wir müssen irgendwie sowas wie eine Brücke da drüber bauen. Oh, sorry. Ich habe mir mal ein bisschen was gemacht. Weil ich immer so oft verrecke. Wir teilen uns übrigens das Eisen, ne? Ja, ja, also. Weil das ist anders. Andere Richtung. Hä? Welche Richtung? Nein, nicht das Rathaus. Ich baue hier schon mal ein bisschen Zuckerrohr an für später zum Verzaubern wegen so, ja. Da ist Eisen. Wenn wir das halt mal brauchen, weil das ist ganz praktisch für dann Tools umzubauen. Da ist nichts. Da ist Eisen. Da ist nichts. Man sieht meine Baukünste. Ich reiße ja erstmal wieder alles ab. Ja, da wird viel abgerissen. Wahrscheinlich einfach, weil wir uns so viel. Guck jetzt gerade erstmal was. Da. So. So. Ich mach jetzt einfach mal. Oh, bin ich eigentlich behindert? Ich habe gerade was gesehen. Wir haben dezent überzogen. Dezent? Oh. Du hast gesagt. In der ersten Frage geht das. Ja, so ja, aber nicht 20 Minuten überziehen. Oh, wir haben noch keine 20 Minuten überzogen. Wir haben jetzt, ach nee. Nein, wir haben es gerade abgekackt. Oh. Egal, ich kann es jetzt zusammenfalten. Aber gerade waren bei mir 37 Minuten offen. Ja, wir haben noch keine 37 Minuten. Ja, bei mir ist erst 23. Okay, dann muss ich ab jetzt bei eurer Uhr gucken. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir jetzt aber trotzdem mal stoppen, 23. Ich glaube, wir können ja noch mehrere Aufnahmen hintereinander machen, ne? Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Cut. Genau. Und bis zur nächsten Folge. Und tschüss, Leute. Tschüss.